Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Heute geht's hier in Welt 312 weiter. Ist das nun das Boss-Level? Werden wir in diesem Part den Boss machen? Vielleicht auch im nächsten Part? Kommt drauf an, wie lange das hier dauert? Ich weiß es nicht. Let's go! Denn da ist auf jeden Fall ein Schiff, welches wo Gift austritt. Und was ist das hier? Seht ihr das? Diesen kleinen Strich hier? Das sieht irgendwie merkwürdig aus, als wäre das, hätte man da unordentlich gearbeitet, aber na gut. Okay, der Strand. Okay, wurde uns ja auch gesagt. Da ist das Wickler-Segment und das ist ganz schön vergiftet. Aber sonst ist hier, ach, da ist noch was. Eine Uhr? Eine Taschenuhr. Ja, moin. Einfach so am Strand. Gehört bestimmt Captain Jack Sparrow oder so. Aber was ist da los? Ach, der greift uns gleich mal an. Ihr kennt's. Ganz ruhig, Kleiner. Siehst du nicht, dass du voller Gift bist? Willst du dich nicht erst sauber machen, bevor du wieder Streit suchst? Sicher witzig ist es nicht, wenn Kamek einen mit seiner Magie in Einzelteile verzerlegt. Der Kamek ist ja sowieso ein ziemlich unsympathischer Typ. Aber wenn du das jetzt ausnutzt, um mit Lupin abzuhängen, ist das ganz einfach falsch. Die sind doch wirklich kein Umgang für dich. Ach, was rede ich? Diese ganze Situation ist doch total verrückt. Also los, bringen wir es hinter uns. So, okay, gut. Wir haben hier einen Sticker mit dabei. Daher können wir auch da schön ein bisschen angreifen. Fangen wir mal mit einem Hochhammer an. Oh, ja moin, ein Kapi schauen. Ach toll, Scheiße. Gut, die Runde war jetzt ein bisschen fehlgeschlagen. Kleiner Leck, aber ich habe es wenigstens abgewehrt bekommen. Na los. Ah, Mario, du machst das gut so. Gut, dann werden wir mal irgendwas für alle einsetzen. Ein Feuerhammer. Was? Angriff ausgewichen? Was soll denn das jetzt hier? Schon die zweite Runde, die wir jetzt hier komplett für nichts hier hergeben, so gesehen. Ah, dann eine Glitzer-Eisblume. Da sind die Blooper wenigstens mal weg und er hat nur noch 2 KP. Aber der haut uns hier richtig um. Irgendwas Schwaches. Ein Meerhammer. Ey! Der ist fies. Dann normaler Hammer. So, tschüss. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen fehlschlagen, aber ist ja nicht so schlimm. Nun kam er zur Vernunft, hoffe ich, oder? Was macht er? Da hinten ist Luigi. Das scheint also das Boss-Level zu sein, wenn da hinten Luigi ist. Was ist denn los mit dir, Kleiner? Hör mal, Kleiner, wenn ich mir diese vergiftete See ansehe, dann macht mich das einfach wütend. Aber diese Wut nützt uns nichts. Wir können ja nicht durch das vergiftete Wasser schwimmen, um selbst zu sehen, was auf der Insel los ist. Was? Oh nein, er ist schon wieder weggelaufen. Och nein. Verfolgungsjagd, ich komme. Wo ist er denn hingelaufen? Ins erste Level? Ne, Moment mal. Ins Stickerswörter? Ja, moin. Dann gehen wir mal dahin. Einfach mal hinterher. Man kann auch sehen, wo es hingelaufen ist. So, ich habe mal einen kurzen Cut gemacht, weil ich was geholt habe. Ihr werdet dann gleich noch sehen, was ich geholt habe. Erstmal gehe ich hier rein. Und hier runter. Hier war ja ein dunkler Raum. Haben wir damals schon angeguckt, aber wir kamen halt hier nicht weiter, weil es halt dunkel war. Nun habe ich kurz die Glühbirne, die wir mal irgendwann gefunden haben, mal papierisiert. Und die können wir hier nun einsetzen. Ach, da schläft ein Tod hier, moin. Was ist denn hier? Ich dachte, ich finde hier ein Dings oder so, aber ne, es scheint ein Sticker zu sein. Schnipsel. Bist du's, Mario? Oh, hey, ich war auf der Suche nach etwas, als das Licht plötzlich ausging. Vor allem völlige Dunkelheit. Und dann zack, ich bin weggepennt. Tut mir leid, dass ich im Weg lag, aber ich habe diese total blöde Angewohnheit, extrem tief und fest zu schlafen, sobald das Licht ausgeht. Ja, moin. Würde ich auch gerne können.
Schiffssteuerrad. Moment mal, da hatten wir doch schon mal was. War es nicht hier so an Stickers? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt so zur Story passt. War jetzt eher unbeabsichtigt so? Ah gut, folgen wir noch weiterhin der Spur hier. Hier hoch. Da waren wir ja damals auch. Und dann hier durch. Ein Heilungsblock, das ist ganz gut. Brauche ich. Bei so wenig Kapillen. Ja, moin. Was für ein Schlamassel. Was ist denn los, Kleiner? Ganz ruhig. Ich verstehe schon, dass dieser Kerl um jeden Preis zu der kleinen Insel vor der Küste des Waldes gelangen will, aber ich muss euch warnen, dass dort in der Nähe erst vor kurzem ein Fischerboot verschwunden ist. Mit anderen Worten, es droht Gefahr. Ich werde dieses Schiff auf keinen Fall auf irgendeine Gefahr zusteuern. Hast du das gehört, Kleiner? Er wird nicht mit dem Schiff rausfahren. Ich verstehe, dass du etwas gegen das Gift unternehmen willst, aber per Schiff kommen wir hier wohl nicht weiter. Und es kommt nun mit. Dann ist dieses Steuerrad doch noch nicht für die Story. Wir werden uns darum noch kümmern, aber wahrscheinlich nicht in diesem Part. Aber wartet ab, ich habe schon eine Idee, wofür das ist. Aber ich möchte noch nichts verraten. Gehen wir erstmal wieder zurück zum Wicklerbaum. Denn da gehört ja dieses Segment hin. Und dann sind alle vollzählig. Yay. Da hast du dein letztes Stück, Wickler. Was nun? Aber du hast alle Wickler-Segmente gefunden. Aufgepasst, ganz ruhig, Segmente. Wickler möchte dir danken, doch im Namen seiner Segmente. Vielen Dank. Alles Flüchten, Verstecken, die ganze Quälerei. Lustig, das. Achso, lustig war es sicher nicht, aber ich bin froh, dass sie alle wieder in Sicherheit sind. Aber sag mal, wenn du so bleibst, wie du jetzt bist, wirst du dich dann nicht erkälten oder so? Vielleicht solltest du dich wieder in deine alte Form bringen. Genau! Los geht's, Wickler-Segment-Zusammensetzung! Geht nicht, Wickler-Segmente wollen sich einfach nicht wieder zusammensetzen. Kamex Magie muss wohl ziemlich stark sein. Na gut, vielleicht sollten wir dir ein wenig helfen. Also Mario, zeigen wir, was wir können. Na los! Papyrisieren anscheinend. Ich habe jetzt nicht aufs Papyrisieren geklickt. Ja, moin. Habe ich gesagt, das ist das erste Mal, dass ich Papyrisierung bei einem lebendigen Wesen einsetze. Aber Wickler besteht schließlich aus demselben Zellstoff wie der Rest dieser Welt, oder? Also sollte es jetzt funktionieren. Der Rest hängt nur an dir, Mario. Alter, in der Schule muss ja Chemie ganz einfach sein. Wow. Ich werde neidisch. Wir machen also genauso wie bei einer normalen Papyrisierung. Und dann reihen wir die Wickler-Segmente wieder schön sauber hintereinander auf. Gut. Dieses Mal muss es wahrscheinlich auch passen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Zack. Dann hier. Die Nummer 2. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Dr. Mario, so gesehen. Für Raupen. So, das letzte Teil, ja. Hier hinten dran. Juhu, Wickler ist wieder normal. Das verdankt ja nur euch, Mario und Kersti. Vielen, vielen Dank. Aber obwohl Wickler jetzt wieder so aussieht wie früher, sind die Wälder immer noch verdreckt von giftiger Igittigkeit. Über Gift zu laufen ist für Wickler kein Problem, aber giftige Blätter schmecken gar nicht fein. Wickler wird sich das Essen abgewöhnen müssen. Warte mal. Kamek wusste sicher, dass Wickler über Gift laufen kann. Ich wette, er hat Wickler mit seiner Magie aufgespalten, damit er nicht auf die Insel kommen kann. Das ist so schmutzig. Ich werde ja wirklich nicht leicht wütend, aber das war echt gemein von Kamek. Ja, das denkt Wickler auch. Kamek ist wirklich gemein. Und Wickler versucht ja immer ruhig zu bleiben. Aber. Jetzt ist Wickler wirklich sauer. Wickler geht zu dieser Insel und räumt mit auf mit diesem Gift. Mario, Kersti, Wickler erwartet euch am Schaumkronenstand. Da geht's runter. Wir sind auf dem Baum. Stört ihn nicht. Ach so, er nimmt einen anderen Weg. Ist halt sein Zuhause. Er kennt die Geheimwege.
Aspekt, der kann ja wirklich schnell in Rage reden. Aber auf jeden Fall sollten wir auch zum Schaumkronenstrand gehen. Dann sehen wir uns endlich, wo das Gift seinen Ursprung hat. So, wo ist denn nun Wickler? Wo ist er denn? Hier ist er. Da seid ihr ja. Wickler hat auf euch gewartet. Schnell machen wir uns auf den Weg zu dieser Insel. Bald ist dieses Gift verschwunden und Wickler bekommt wieder feine Blätter zu fressen. Wickler kann sie fast schon schmecken. Dann let's go. Dein Enthusiasmus ist bewundernswert, Wickler. Aber lass uns nicht zu so schnell vorgehen. Mario, auf dieser Insel könnte alles Mögliche auf uns warten. Wir sollten dafür sorgen, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Wenn Kamek seine Finger im Spiel hat, kannst du sicher sein, dass das, was uns erwartet, ziemlich unangenehm sein wird. Ja, ich bin aber bereit. Aber vorher will ich kurz Luigi da hinten weghaben. Oder halt triggern, wie auch immer. Hallo Luigi! It's me, Luigi. Herr Luigi, da war er mal wieder. Jeder ist mehr als bereit. Können wir uns jetzt auf den Weg machen? Natürlich. Ja, super. Dann steig auf. Prima, dann geht's jetzt los. Ja, moin. Er kann einfach über Wasser laufen. Ja, moin. Als Wickler in seine Segmente zerlegt wurde, da war Wickler am Anfang ganz traurig, aber dank deiner Hilfe haben die Wickler-Segmente überall im Wald ganz viele Dinge gesehen. Aber als Wickler dann gesehen hat, wie ihr überall nach seinen Segmenten suchen musste, da dachte Wickler, dass er vielleicht etwas mehr Verantwortung zeigen sollte. Ja, du hast bei deinem Abenteuer ja richtig viel gelernt, Wickler, oder? Es klingt wirklich so, als hätte dich diese ganze Angelegenheit etwas erwachsener gemacht. Ja, Wickler ist erwachsen. Jetzt wird Wickler nur noch mehr feine Blätter essen, um noch größer und noch stärker zu werden. Gute Idee, und deshalb müssen wir so schnell wie möglich verhindern, dass dieses Gift weiter den Wald verseucht. Oh, und endlich kann ich auch die Insel sehen. Dann let's go, da ist sie. Mit einem riesigen Schiff. Ja, nice. Das erinnert mich auch wieder an ein Level von Paper Mario 2, glaube ich. Da, wo irgendeine Aufgabe gab es da, die sehr in die Länge gestreckt wurde, wo man irgendwas 100 Mal machen musste. Ich weiß nicht mal, was das war. Wickler wird hier warten, Mario, Kersti. Nehmt euch bitte vor dem Gift in Acht. Ja, Los geht's, Mario. Wir müssen die Quelle dieses fiesen Gifts finden. Kommt sicher und gesund wieder zurück. Jo, erstmal steige ich hier unten rein, denn hier ist erstmal eine Geheimtür. Außerdem habe ich paar Dingsticker mitgenommen, habe noch ein bisschen papierisiert. Zum Beispiel ein Ghetto Blaster, ein Schwamm habe ich noch dabei und noch ein paar andere kleine Dinge, wie zum Beispiel ein Klebeband. Kann man vielleicht gebrauchen. Ich hatte halt noch ein bisschen Platz und dachte, ja, den Platz kann man ja irgendwie mal gut noch verwenden. Schadet auf jeden Fall nicht. Und hier haben wir, was ist denn das? Ist das eine Zeitung? Ja, eine Zeitung. Ja, moin. So, nun kann das Abenteuer hier losgehen. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Aber anscheinend kommt hier noch was vorher. Ja, moin. Schieb, schiebs. Ein Seriensprung. Den nehme ich mit. Einen Platz haben wir ja noch frei, so gesehen. Ja, ich dachte, ich wusste nicht, dass jetzt hier noch irgendwas kommt. Daher habe ich halt auch das Stickeralbum so voll gemacht. So, Seriensprung können wir gleich hier mal einsetzen. Die Schiebschiebs scheinen nicht so stark zu sein. Von daher, gut, können wir hier ganz normal weiter vorgehen. Hier. Ah, es wird eh noch ein Heilblock kommen. Komm jetzt hier rauf, Mario. Zack. Ja, Mann, die fliegen ja direkt zu mir. Oh, 5 Stück. Da macht nur eine Blume Sinn. Oder ein Panzer. Nehmen wir einen Panzer? Wir nehmen einen Panzer. Jeweils 10 KP? Ne, warte, 8 KP. Stimmt. Waren ja 5 Sheepsheets, nicht 4. Und eine Billardkugel habe ich noch dabei, wie man sieht. So, hier kann man noch lang. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es weitergeht. Ja, moin. 3 Serienspringer. Den einen darf ich nicht mal mitnehmen. Aber wir haben sowieso, glaube ich, noch einen Giftpilz mit dabei. Den brauche ich ja nicht. Da ist er. Dann kann ich den Seriensprung ja mitnehmen. Hüpfpushen ist an sich auch nicht schlecht. Den will ich auch haben. Dafür schmeiße ich folgendes mal weg. Ein Mähhammer. Hätte ich das gewusst, dass wir hier noch Sticker bekommen, hätte ich natürlich nicht so viel mitgenommen, aber.
Konnte ich ja nicht wissen. Dann geht es hier nun weiter. Okay. Man sollte schon richtig landen. Oh, was sind denn das? Ja, moin. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir doch keinen Herzblock mehr kriegen. Ich habe ja keinen Platz, das stimmt. Na toll. Ha, sind nur zwei, die kriegen wir schnell mal besiegt. Mit einem Seriensprung wieder. Ich will nämlich dann noch gucken, was dort in dem Block drin ist, der da noch so hervorscheint. Ein Glitzerhochhammer. Ist ja auch nicht verkehrt. Schnell wieder zurück. Ach, ich darf da gar nicht mehr hoch. Na toll. Hier hinten kann ich lang. Ich hoffe, da gibt es drinnen noch eine Heilmöglichkeit. Das wäre ganz gut. Gehen wir mal rein. Ich muss auch ja auch einen Speicher. Ja, gibt es. Sehr schön. Und an dieser Stelle geht es dann im nächsten Part weiter, da wir ja schon bei ungefähr 20 Minuten angekommen sind. Das schaffen wir dann in diesem Part nicht mehr. Und ja. Ist hier noch was? Sieht fast danach aus, aber nee, hier ist nichts mehr. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Dann der Bosskampf. Ich bin sehr gespannt. Diesmal sind wir ein bisschen vorbereiteter. Durch die ganzen Dingsticker, ob ein richtiger mit dabei ist. Ich glaube ja. Es gibt einen Dingsticker, den wir dabei haben, wo ich so vermute, dass das genau der richtige Sticker ist. Allerdings bin ich mir dann nicht sicher. Werdet ihr dann dementsprechend im nächsten Part erfahren. Schaltet auf jeden Fall bitte wieder ein. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und mir fällt gerade auf. Oh. Natürlich, ihr hattet den ganzen Part lang keinen Ton. Jetzt, wo ich halt aufs Aufnahmeprogramm schaue, sehe ich das halt. Na toll. Na gut, dann es tut mir leid dafür. Im nächsten Part ist wieder komplett Ton mit dabei.